Moin Moin und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja Leute, wir haben es jetzt nicht mehr ganz so weit entfernt von Weihnachten. Es ist bald der 24. Dezember. Das Video, was ihr jetzt hier seht, das soll das vorletzte Video für dieses Jahr sein. Das vorletzte große Video zumindest. Im nächsten Video, was ich dann vor Silvester hochlade oder nach Weihnachten, da ist nochmal was Kleines, steht da an. Aber das Video, was wir jetzt hier machen, das ist das letzte große Video. Da werde ich einige Themen behandeln, die jetzt vielleicht auch noch gefragt waren durch den einen oder anderen. Da werden zum Beispiel einmal das eine Thema Anhängerkupplung Reparatur. Mal gucken, wie weit ich da komme, was ich da inwiefern reparieren kann. Das gucken wir uns zusammen einmal an. Also Anhängerreparatur, Anhängerkupplung Reparatur, AHK vom Ford hier. Ne? Das System Anhängerkupplung, was der Ford hier hat, das gibt es auch an vielen anderen Schleppern, also das ist vielleicht hilfreich. So, und was haben wir noch? Ich wollte dann auf jeden Fall am Ford diese Steckdose hier umbauen. Das war auch auf jeden Fall für mich selber jetzt nochmal ein Thema. Und diese 13-polige Steckdose, die hier verbaut ist, der ist halt nicht original, der Halter hier ist nicht original, so scheiße ist es jetzt gar nicht gemacht. Aber normalerweise haben wir eine Werkzeugkiste hier, die kann man hier sehen, die habe ich jetzt bestellt online. Und ja, die ist auch ein bisschen versteift oben im Blech, im Deckel. Die muss aber irgendwie nochmal ein bisschen Farbe kriegen. Blaue Farbe wahrscheinlich dann. Oder weiße Farbe, wenn die passt, die Farbe, die ich noch stehen habe, zu den Kotflügeln hier. Und an der Werkzeugkiste, soweit ich das jetzt erfahren habe von jemandem, der mir geschrieben hatte, und wie ich das auf Bildern sehen konnte, ist an der Werkzeugkiste hier links ein Halter dran, wo dann die 7-polige Steckdose dranhängt. Also hier soll eine 7-polige ran. Diese ja, Steckdose aus Grauguss hier, die so glänzend ist, in Silbern, nicht diese 13-polige aus Plastik hier, das ist Müll. Meiner Meinung nach so. Und dann brauchen wir hier noch einen 3-poligen Stecker für Stromversorgung, Rückewagen, Beleuchtung. Das muss noch einmal ran. Und das wollen wir diesen Block halt einmal zeigen, oder ich will das zeigen. Und dann habe ich hier nochmal so einen Punkt, das machen wir als allererstes. Und zwar ist hier was im Karton drin, das hatte meine Mutter letztens gekauft. Ja, die graben öfters mal ein Loch oder so und da kann man sowas dann mal gebrauchen, bevor man damit Spaten sich tot arbeitet. Das ist nämlich ein Erdbohrer von Fuchstech, kann man da sehen am Karton. Und wir wollen uns den jetzt einmal angucken, zusammenbauen, so ein bisschen zumindest. Wir müssen aufpassen, dass das Video nicht zu lang wird, dass mir der Anhängerkupplung jetzt ein bisschen Zeit fressen. Also hier sind verschiedene Bohrergrößen mit drin. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was der gekostet hat. Weil ich habe den ja nicht gekauft. Auf jeden Fall wollen wir den jetzt einmal gleich nutzen, um ein paar Buchsbäume, hätte ich fast gesagt, um ein paar Bäume kleine einzupflanzen. Bei uns im Garten. So ein paar Büsche. Die wollen wir da. Wir haben da so einen Blechzaun an der Straße und da sollen die rein. Damit die der Zaun, oder damit das ein bisschen wächst und der sag schon hier, der Blechzaun, der ist, so ein bisschen einwächst mit Büschen, damit der Hund auch nicht so ganz so schnell in diese Richtung kommen kann. Weil das Blech ja doch schon irgendwie ein bisschen älter ist und teilweise vielleicht ein bisschen gammelig ist. Und nur der Zaun hinstellen, wisst ihr selber, kostet Geld. Und das will ich nicht ausgeben dafür, dass dann irgendwie der Zaun steht hinter irgendwelchen Bäumen, die da wachsen. Also machen wir lieber Bäume rein, die sehen auch noch schön aus. Wir haben hier halt Bohrer in unterschiedlichen Größen, sieht man ja gerade. Das ist jetzt zum Beispiel ein großer Bohrer. Dann haben wir hier noch einen mittelgroßen und einen kleinen. Sehe ich gerade. So, mal raus hier. Hier ist zum Beispiel der mittelgroße. Ich denke mal, wir brauchen gleich einen großen, weil das sind schon ein paar größere Bäume. Oder Büsche. Hat er wirklich so einen kleinen Bohrer hier unten, dass er sich in den Boden reinfräst? Betonbohrer. Wollen wir natürlich hoffen, dass da keine Baumwurzeln sind. Sonst hat er das noch umso schwieriger, dieser Erdbohrer hier. Soweit ist er ja anscheinend schon zusammengebaut. Muss da, so wie ich das sehen kann, nur Kraftstoff rein. Und der Bohrer unten aufgesteckt werden. Dann kann das losgehen. So, der Erdbohrer ist zusammengebaut. Der muss halt auch nicht Drehzahl laufen, damit er dann auch bohrt. Durch die Fliehkraftkupplung, die da drin ist.
So, und jetzt haben wir die Büsche hier hingestellt. Die sollen jetzt hier rein. Ich kann euch auch sagen, was für Büsche das sind. Das sind portugiesische Lorbeerkirsche. Büsche. Pflanzen. Also portugiesische Lorbeerkirsche. Die waren im Sonderpreis hier für 3 Euro. Mal gucken, ob die anwachsen. Hier rechts ist hier dieser Abhang. Und unter den Bäumen hier, das heißt, hier ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass da kein Wasser hinkommt. Und wir fragen uns überhaupt, ob die anwachsen. Ja, aber die waren recht günstig, deswegen graben wir jetzt hier ein und probieren das mal. Das muss man vielleicht ein bisschen Bewässerung hinlegen. So, wir machen jetzt mal die Maschine an. So, heute ist ein neuer Tag gestartet und zwar, wir haben gestern aufgehört, das war sowieso ein bisschen doof, ich habe es jetzt schon angefangen das zu schneiden, das Video, und das war ein bisschen doof mit der Straße, weil das immer so laut war, als ein Auto vorbeigekommen ist. Wir haben ja gegenüber vom Haus direkt eine Schnellstraße, was heißt eine Schnellstraße, eine stark befahrene Straße, sagen wir es mal so, und das ist halt ein bisschen doof, wenn man da filmt, das habt ihr selber gerade mitbekommen eben, wegen dem Ton, den man ja schlecht hören konnte. Deswegen habe ich viele Szenen rausgeschnitten, wo ich eigentlich gesprochen hatte und was erklärt hatte, aber das hat man gar nicht verstanden. Also habe ich es rausgeschnitten. Deswegen jetzt nochmal hier zum Verständnis da hinten die Bohrung, die wir gemacht haben mit diesem Erdbohrer. Der hat echt gut funktioniert. Also ist ein gutes Gerät, lässt sich gut wieder einsetzen für die weiteren Male, wenn man irgendwie ein Loch machen will im Boden.
Und der hat gut gebohrt, der kam auch gut durch Baumwurzeln durch. Da waren es zum Glück keine allzu großen Baumwurzeln, sonst hätte er den Geist auch aufgegeben da. Das eine Loch, da wollte er auch nicht tiefer, da war ein bisschen größere, aber das Loch war schon tief genug. Ja, und die Bäume haben wir halt noch eingepflanzt oder die Büsche. Und wollen wir hoffen, dass die ein bisschen größer werden und dann zu so einer Hecke zusammenwachsen. Mal gucken, was die Zukunft bringt, ob die genug Wasser kriegen, sonst muss natürlich ein bisschen eine Wasserversorgungsleitung dahingelegt werden. Wisst ihr, diese Leitung, diese Plattenleitung mit den Löchern drin, dass ein bisschen Wasser rausspritzt und ja, ein bisschen Druck drauf ist. Das kriegen wir aber alles noch hin nächstes Jahr. Die sollen uns erstmal da ja, im Frühjahr über anwachsen so ein bisschen da und da ist es ja feucht. Im Sommer ist halt das Problem. So, und wir haben jetzt auch die Bündel fertig geschnürt. Das gespalten hier, was ich letztens sagte, als ich da hinten das Video gemacht habe mit dieser Bündelbilanz. Und das ist jetzt alles geschnürt, die sollen nochmal aufeinander gestapelt werden dann und dann kommt da definitiv ein Blech rüber, eine Plane oder halt nur ein Blech, keine Plane. Das gucke ich dann. Und ich wollte jetzt hier beigehen, ich hatte ja gesagt, wir wollten hier noch die Elektrik machen. Diese Steckdose hier wollte ich ja einmal umändern, eine 7-polige Steckdose soll da ran und eine 3-polige unten drunter oder daneben, mal gucken. So dass man dann da auch wirklich Stromversorgung hat für den Rückwagen, den ich ja selber gebaut habe, in den Blocks, die ich im Spätsommer gedreht habe, beziehungsweise Sommer. Und der braucht halt Stromversorgung für die Arbeitsscheinwerfer, die ich da installiert habe. Und die 7-Poly-Steckdose, klar, für die Beleuchtung der Straßenverkehrsordnung, die das Fahrzeug ja braucht. So, und ich will jetzt da beigehen. Ich habe mir gerade schon mal was überlegt, bevor ich das Video gemacht habe, wie ich das zu reparieren versuche, das Zugmaul, weil man kann ja hier einmal sehen, da ist so ein Drehelement drin, dass wenn der Anhänger die Zugdeichsel sich dreht, dass natürlich die Anhängerkupplung hier vorne sich auch mitbewegen kann, sonst würde er irgendwas abreißen. Deswegen ist hier dieses Drehelement, also drehen soll er, bloß das Spiel ist natürlich hier nicht normal, das ist halt ausgeschlagen alles. Der Bolzen, der hier drin steckt, das ist ja bloß eine Schraube, eine sehr dicke, starke. Und das ist natürlich auch nicht zulässig hier, das kann man sich ja vorstellen, hat viel zu viel Spiel. Und die muss gegen rausspringen eine Sicherung haben, der Bolzen, der drin steckt. Also er muss dazu passen vom Durchmesser und er muss eine Verriegelung haben, eine Arretierung. So, und da gibt es nochmal diese Kupplungsbolzen für, ich muss den jetzt aber nochmal einmal mir besorgen. Deswegen das Video wird jetzt nicht komplett fertig werden mit einer Kupplung hier, dieser Teil. Weil ich halt diesen Bolzen noch besorgen muss. So ein Bolzen ist es halt, aber der hier, seht ihr, der ist auch ein bisschen zu klein vom Durchmesser her. Aber den kann man ja da reinmachen und dann lässt es sich arretieren und kann nicht rausspringen. Das ist nämlich auch nicht mehr der schönste hier. Aber der Hanomag, der hat eh nicht viel gezogen bis dato. Und der steckt ja eigentlich nur so drin, falls man irgendwas ziehen will. Also mit dem Abklappseil oder sowas. So, also der Bolzen kommt hier neu. Dann kann man hier oben diesen Drehmärchen, das muss dieses Gelenk, was er hier hat, hier oben ist so eine Schraube, dann müsste man ihn normal einstellen können. Ich werde ihn hier nochmal abschrauben, dann gucken wir uns das einmal an, wie das da aufgebaut ist. Diese Anhängerkupplung, diesen Typ Anhängerkupplung gibt es ja natürlich auch noch an anderen Schleppern, an vielen anderen Schleppern, diesen Drehstück. Beim großen IAC 1055, den ich habe, da ist es eigentlich genauso geregelt. Und da war das auch lose, da habe ich den einmal oben nachgespannt und dann war hier fest. Ist die Frage nicht, dass die hier zu lange jetzt damit rumgefahren sind und dass da wirklich irgendwas verschlissen ist. Da muss ich dann nochmal gucken. So generell aber ist ja nochmal hier hinten einmal diese Steckbolzen sind da drin. Da ist dieses Stück hier, wo die festgeschraubt ist, diese Anhängerkupplung hier, ist dann nochmal in diesen Schlitten drin hier. Ein Schlitten ist es ja nicht, aber so eine Aufnahme für die Bolzen, nur dass man ihn halt höher und tiefer stellen kann. Diese Anhängeraufnahme, die Anhängerkupplung. So, und das weitere Problem ist dann halt nicht, dass hier vorne halt Spiel ist und dann ist hier hinten ja nochmal extremes Spiel. So, dann habe ich mir natürlich gerade überlegt, wie kann man das denn ja, reparieren, sodass das natürlich auch ein bisschen Qualität ist und zeigt, dass das nicht irgendwie zu lange gefuscht ist. Man könnte natürlich sagen, ich schweiße hier irgendwas rauf und bohre dann nochmal auf, aber das ist ja wirklich, das ist ein ja, wichtiges Element hier, Zugvorrichtung. Und da kann ich also nicht irgendwie rumschweißen. Außerdem, wenn ich da jetzt irgendwas aufschweiße und dann mit dem Bohrer reingehe, in der sauberen Bohrmaschine, dann wäre das natürlich nicht wieder gerade und die Bolzen gehen dann nur mit Ach und Krach rein, wahrscheinlich mit dem Hammer, weil das alles ja nicht mehr zentriert zueinander ist, ne? Nicht mehr genau fluchtet. Das ist zumindest meine Überlegung gewesen, dass ich das nicht mache. So, und jetzt habe ich mir gedacht, ich hole mal mein Handy, wo ist das? Da. Ich habe ja schon öfters mal was auf eBay bestellt, ich bin eigentlich eBay-Käufer, nicht so wirklich Amazon-Käufer.
weil meine Freundin Anke, die kauft eher mal auf Amazon. Ich bin jetzt nicht so der Fan davon. Ich bin eher eBay-Käufer, weil es auch viele Teile gibt. Und ja, meist Ersatzteile für Fahrzeuge. Das ist ja eher eBay-Fraktion. So, und hier gibt es zum Beispiel jetzt gerade Rundstahl. Da habe ich schon mal bestellt bei dem. Und die Bohrungen, die wir da oben sehen, hier an der Seite, die haben einen Durchmesser von 25 mm normalerweise. Und die sind ja schon recht ausgeschlagen. Und jetzt habe ich einmal gemessen mit dem Messschieber. Hier ist er. Mit dem Messschieber. Und die Bohrungen hier unten, das geht eigentlich noch. Die sind jetzt nicht so stark betroffen. Die haben jetzt 26 mm Durchmesser. Können wir das sehen? Konnte man vielleicht nicht so gut sehen jetzt gerade. Aber 26 mm Durchmesser ist das. Und die Bolzen hier, die gibt es in verschiedenen Größen. Das ist auf 25 mm, 26, 27, 28, 30. Also verschiedene Größen sind hier. Und ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt die 27 mm Bolzen. Weil die halt auf 26 mm Verschleiß haben, hier diese Bohrung da. Und die Bolzen haben auch nochmal Verschleiß. Die sind auch nicht mehr 25 mm Durchmesser haben die auch nicht mehr. Die haben nur noch... was haben die dann? Die haben nur noch 24, 23,5 und sowas in die Richtung. Weil halt immer in dem Bereich, ist ja klar, wo hier vorne eine Bewegung, wo hier vorne eine Bewegung war, sind die natürlich komplett eingelaufen. Ist ja klar, wenn der Anhänger kommt und schiebt und drückt und zieht und drückt, dann bewegt sich das immer und irgendwann entsteht natürlich Verschleiß, Stahl auf Stahl, erzeugt Abrieb und Reibung. So, und deswegen bestelle ich jetzt diese Bolzen, 27 mm Durchmesser hier. Meter lang sind die. Ich brauche nicht einen Meter, ich brauche ungefähr 65, 70. Ich brauche nicht einen Meter, ich brauche ungefähr, was haben wir denn hier gehabt? Ja, 32, 33 mm durch. Ich brauche ungefähr 32 cm, also 320 mm. Das sind dann, ja, grob gemessen 70. 700 mm und ich habe hier 1000 mm, also habe ich noch ein bisschen was nach. Für 20, 27, das ist, das finde ich ganz okay, baue ich mir zwei Bolzen von, dafür, dass sie zu mir nach Hause geliefert werden, baue ich mir zwei Bolzen von, kommt noch eine Bohrung rein für die Arretierung hinten, wie wir das da sehen, die alten Bolzen haben es ja auch, und hier vorne auch irgendwie was durch oder nochmal ein Splint oder irgendwie so ein Griff wieder rauf oder einfach nur eine Schraube irgendwie drauf schweißen und ein kleines Rundstahl, das gucken wir dann, ja. Auf jeden Fall kommt die Bolzen jetzt da rein, dann habe ich neue Bolzen und dieser Schlitten hier, den schraube ich ab. Dann werde ich den in den Säulenbäumchen einklemmen und dann werde ich den auf 27 mm aufbohren mit dem Bohrer. Muss bloß noch mal gucken, ob ich einen 27 mm Bohrer habe. Einen großen, habe ich aber, glaube ich. Ansonsten hat Schwiegervater bestimmt ein. Bohrungsaufnahme und die hier, die Bohrungen, die da drin sind, die werde ich dann auch noch mal aufbohren. Die können wir noch mal abnehmen. So. Waren sie auch schon mal bei, da Körner da mit dem Meißel haben versucht, können das sehen, diese Kerbe da, haben versucht, das Material so ein bisschen aufzurauen, also zu erhöhen, dass er halt wieder klemmt, aber das ist natürlich, finde ich, von langer Dauer. Hier sieht man nochmal das Spiel. Und natürlich auf den langen Hebelweg gesehen, hier bewegt sich ja noch viel extremer. Hier sieht man das auch, können wir nochmal gucken. Da waren zum Beispiel Meißelbäume hier und da haben sie versucht, das Material so ein bisschen anzuhöhen, sag ich jetzt mal, so eine Erhabenheit zu erstellen, dass er dann besser klemmt bei Bolzen. Aber brauchen Sie sich vormachen, das ist verschlissen hier, die Bolzenaufnahmen. Der Schlepper ist schon alt und der hat in seinem Leben wohl ein paar Anhänger gezogen, hier kann ich mir vorstellen. Und deswegen muss das neu. Und die Bolzen bestelle ich jetzt, neuen Anhängerbolzen, also Zugmaulbolzen hier, der da reinkommt, wie wir gerade gesagt hatten. Und wenn diese Teile da sind, dann müsste eigentlich auch die Beleuchtung da sein, diese 7-Pole Steckdose und Co. Dann bauen wir das einmal zusammen an und installieren das. Und dann gucken wir mal, wie das Spiel danach aussieht. Jetzt haben wir wieder ziemlich viel geschnackt zum Thema Anhängerkupplung hier. Was ich vorhabe, das sollen die Sachen erstmal nochmal kommen. Mal gucken, wie lang das Video wird. Sonst wird es dieses Mal ein bisschen länger, es nützt ja nichts. Und das ist ja sowieso das letzte Video vor Weihnachten und nach Silvester habe ich gesagt, kommt nochmal eins. Deswegen wäre das vielleicht ein bisschen länger, dieses Video. So, wir wollen das nochmal ein bisschen aufräumen und zwar mit dem Gabelstapler. Diese Achse, die hier liegt von Ford, das ist die alte Achse. Ich habe ja die neue, die Brandachse eingebaut für diejenigen, die das nicht weiter mitverfolgt haben hier oder gerade zuschalten. Der Trecker hat eine neue Vorderachse bekommen von einem Brandschlepper. Und die Achse hier, das ist die alte, die liegt hier noch im Weg rum. Ich will die mich jetzt auf Palette wegpacken. Und jetzt
Von dem uns die Palette, die hier oben ist, steht eine stabile Europalette hier. Obwohl, nee, das ist gar keine Europalette, das ist eine Einwegpalette. Aber die ist stabiler als diese rote Palette, die hier rechts steht. Viele Paletten haben hier nämlich nicht rumfliegen. Deswegen muss ich das nehmen, was wir haben. Da kommt noch die. Da kommt noch eine Platte da oben drauf, eine USB-Platte. Und dann ist das vielleicht auch ein bisschen stabiler als ohne Platte. Dann soll die Achse da einmal rauf und das Getriebe, das sieht natürlich auch schon was. Und dann wird die da einmal reingestellt auf dieses abgesägte Schwerlastregal, was da unter unserer Bühne oben steht. Mit einem Gabelstapler, wie gesagt. Deswegen setzen die erst einmal auf Palette drauf. Und dann habe ich da unten noch einmal was mit dem Gabelstapler zu erledigen. Das sollten wir auch allerdings gleich als erstes machen, damit der Motor einmal warm laufen kann, weil wenn ich hier hochfahre, diese Steigung, wir haben hier so einen Berg voll Halle, den wir gut erkennen. Wenn wir hier hochfahren, muss ich Vollgas geben und das ist natürlich nicht so ganz gut für den Motor, wenn er kalt ist. Deswegen, diese Steine hier wollte ich eigentlich einmal umstapeln. Ich hatte eigentlich die Überlegung, dass die auch nach oben kommen und dann eine Plane rauf, damit die Palette halt nicht gammelt. Und also hier unten erstmal so ein bisschen rumdüsen vielleicht, die einmal hier vorne hinstellen oder aufnehmen und dann hochfahren. Ich sehe gerade, da vorne steht auch noch eine Palette, die ist noch ein bisschen stabiler als die, die da drin steht. Die werden wir nehmen. Wir sollen erstmal den Gabelstapler zum Laufen bringen und ja, batterietechnisch viele Fahrzeuge, viele Batterien. Und ihr wisst, Batterien geht auch mal kaputt und Batterien sind nicht gerade billig. Deswegen, der Gabelstapler hat jetzt eine alte Batterie drin, die letztens eine Geiselhaft gegeben hat beim Hanomag oben. Die hat er eingebaut bekommen, der Hanomag hat er neu bekommen. Aber die startet ab und zu nochmal, also meist zumindest. Ja, sonst muss der Gabelstapler gleich einmal Starthilfe kriegen mit dem Jumpstarter. Das kriegen wir aber irgendwie schon hin, der wird schon so starten. Dafür müssen wir den Motorhammer einmal öffnen. Warum? Kann ich sagen. Weil der Gabelstapler hat eine, also in der Einspritzpumpe, die ist da unten verbaut. Unten. Und da drin ist eine Flügelzellenpumpe und die ist kaputt, die Flügelzellenpumpe, schon seit, ja, schon ganz lange. Und deswegen hat er mal hier so eine elektrische Vorförderpumpe bekommen, damit die Vorförderpumpe den Kraftstoff aus dem Tank raussaugt, weil der Tank ja tiefer gelegen ist als die Einspritzpumpe und ein bisschen Kraftstoffdruck entsteht. Bloß die Vorförderpumpe ist auch nicht mehr die beste. Ich müsste die mal neu, aber ihr wisst, wie es ist. Viele Baustellen und dann, ja, kriegt man nicht alles geregelt und so ein Gabelstapler wird meist eh immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also Hauptsache er fährt so nach dem Motto. Der ist jetzt gut in Schuss hier, aber trotzdem die Pumpe müsste eigentlich neu. Da muss ich mich eigentlich nochmal ranwagen. Ich muss halt hier immer mit der Handpumpe einmal pumpen beim Starten, sonst will er gar nicht anspringen. Glühen ist immer wichtig bei dem. Sonst macht er auch nichts. Und ohne Handpumpe startet er halt nicht, das ist das Problem. Mal gucken, ob die Batterie das noch macht. Eine alte Warta ist das. Glühen, glühen, glühen. Bloß auch nicht zu lange. Irgendwann hat die Leitung das nicht mehr ganz so gut, weil die warm wird. Normal hat er auch so ein Glührelais drin, also das schaltet automatisch ab, wenn er eine gewisse Zeit lang geglüht hat. Das Glührelais oder irgendwas war kaputt, das haben wir mal überbrückt. Und jetzt kann man so lange glühen, wie man will. Wir starten mal. Vorhaben laufen lassen, dann können wir vielleicht auf den Berg eher hochfahren. Wir können dann noch eine Runde sabbeln. Ich bringe mal die Palette mit der Hand hoch, da, dann können wir noch ein bisschen sabbeln. Und zwar, ja, ich lade jetzt zu Weihnachten, lade ich auch ziemlich viele Videos hoch, gerade damit vielleicht auch die Reichweite irgendwie dadurch steigt, dass man mehr Abonnenten kriegt, wenn, ja, wenn ihr eher Zeit habt zu gucken, dass man vielleicht eher klickt und sieht, aha, der Typ ist vielleicht ganz cool oder das, was er macht, ist cool. Und dass man dann vielleicht ein Abo kriegt, deswegen lade ich gerade ein bisschen mehr Videos hoch. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck dahinter. Weil sonst habe ich ja eigentlich nur einmal in der Woche, teilweise auch zweimal. Und jetzt probiere ich es ja auch gerade mit der festen Zeit hochzuladen zu einem gewissen Zeitpunkt. Vielleicht bringt das was irgendwie für die Reichweite, dass das eher angezeigt wird den Usern auf der Startseite oder sowas oder als Vorschlag.
angezeigt wird. Das ist ja zumindest meine Hoffnung. Und ja, gucken wir mal, ob das klappt. Aber irgendwie will man auch so ein bisschen wachsen, sage ich jetzt mal. Ein bisschen mehr Abonnenten kriegen. Dazu aber vielleicht nochmal ein Blog, kurz vor Silvester nochmal. Zum Thema YouTube. Wie war das dieses Jahr? Also ich habe jetzt ungefähr ein Jahr bin ich als YouTuber, also länger schon, fast 2 Jahre, aber seit letztes Jahr Weihnachten, ja fast genau Weihnachten, ist es ja jetzt soweit, dass ich dann die 1000 Abonnenten hatte. Jetzt habe ich ungefähr 2700 gerade Stand. Also ihr habt ja zum Glück abonniert, dass ich dann euch vielleicht durch euch ein Abo bekommen habe, dafür nochmal danke. Und ja, ich will natürlich möglichst, dass es das irgendwie noch ein bisschen weiter wächst, weil es ist so Arbeit, die Videos zu drehen, zu schnacken vor der Kamera, kostet auch Zeit immer wieder, ja. Ihr könnt ja auch sehen, welche Videolängen das teilweise dann sind, 40, 50, 60 Minuten. Und eine gewisse Zeit davon redet man ja auch und das schafft man ja auch nichts. Und das Videoschneiden darf man auch nicht vergessen, das kostet auch noch Zeit. Dazu vielleicht nochmal vor Silvester ein Blog, schaltet da vielleicht gerne wieder rein. Dann werde ich dazu was erklären und erzählen. Auch zu den Umsätzen, die man vielleicht bekommt momentan. Wir fahren jetzt zu hoch, packen die Achse einmal da rauf. Das Getriebe da auch rauf und dann kommt die da hinten rein, ist egal. Palette ist es drauf, ist so das bloß uns egal rein. Muss mal gucken, ob das passt für die Schutzachse von dem Podest hier. Und durch den Seitenschieber benutzen, damit spielen hier. Das ist die hydraulische Gabelverschiebung. Überlegt mal, soll da sonst noch irgendwas rauf? Ich glaube, ich habe nichts mehr, was relevant wird für den Flecker. So, kommt das jetzt egal rein. Da können wir euch hinstellen. Thank you.
Ja, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Das sollte so genügen. So, und jetzt machen wir die Steine. Ich weiß nicht, ob das interessant ist. Ihr könnt es mal probieren. Ich setze die Kamera vorne rauf. Da drehen wir mal, mein Wander glüht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Zwei Anläufe, im dritten ist er hochgekommen. Auf der rechten Seite. Der Stapel hat auch schon seine Stunden runter. Wir können mal raufgucken, wie viel er hat. Der hat jetzt fast 4.500 Stunden, der Stapler. Und der drüben, mein Wander, der lässt natürlich auch nach mit der Kraft irgendwann mal. Ich kann dir einmal kurz erklären. Drehmoment Wander wegen. Gang musst du einlegen, vorwärts und rückwärts. Und man hört ja, die Motordrehzahl verändert sich gleich. Neutral. Motordrehzahl geht runter. Machen wir den Rückwärtsgang. Und der will gleich fahren, der Stapler oder die Maschine. Wenn ich einen Gang einlegen muss, vorwärts bzw. rückwärts, und er fährt gleich los. Also ohne, wenn ich die Bremse nicht drücke, dass er dann ja, einfach geradeaus machen würde, dann ist es ein Drehmomentwandler. Und der hydrostatische Fahrtrieb, da ist ja meist irgendwie Pedalerie, ein Vorwärts- und ein Rückwärtspedal. Und der hier ist noch ein bisschen älter, der Stapler, der hat noch einen Drehmomentwandler. Das hatten die früher meist. So, hier wollen wir jetzt nochmal Steine unterlegen, damit die Palette ein bisschen höher ist. Und dann lasse ich den runter. Die andere Palette ist ja ein bisschen wackelig. Nicht, dass mir da noch was runterfällt, da muss ich gleich nochmal gucken. Ihr habt jetzt genug gesehen. Wir filmen dann weiter, denke ich mal, wenn das am Träger weitergeht, wenn die Teile da sind. Alle Sachen sind bestellt, was wir vorhin geschnackt hatten, und dann geht's da weiter. Ja, ich wollte nochmal zwischenzeitlich filmen. Ich dachte mir, das sieht doch ein bisschen interessant aus. Mach die Kamera dann nochmal an. Deswegen, ich bin hier gerade am Tetris spielen, am Stapeln. Der Boden hier ist eigentlich auch ganz, ja, schon weich wäre das langsam, ne? Umso öfters man rüber fährt, aber durch den Allradantrieb, der ist noch nicht einmal durchgedreht, der Träger, also die Reifen, sieht das doch ganz gut aus, der Boden noch. Und ihr könnt ja sehen, das ist ziemlich hoch, drei Lagen hier. Die untersten Bündel halten das auch, also die Bänder, die im Reifensbänder, noch ist keins gerissen. Und die sind jetzt ordentlich voll mit Feuchtigkeit, die Bündel hier. Die werden ja leichter, wenn sie trocknen. Und ja, mir fehlen noch so ein paar Rundhölzer da oben, da muss ich noch mal einen durchsägen gleich. Und dann ist da eigentlich noch ein bisschen zu wenig Platz für die Bündel, die da noch liegen. Da war ja schon das Blech drauf, die sind ja schon einigermaßen trocken, die werde ich vorne hinsetzen. Dann können wir die jetzt als erstes dann später mal irgendwie wegnehmen.
Ende nächsten Jahres, wenn die Heizung läuft vielleicht, wenn das dann trocken genug ist. Deswegen können wir hier dann noch ein paar Bleche hin und dann packe ich die hier vorne hin, die restlichen, die über sind. Und dann kann da oben Blech rauf. Das ist eigentlich jetzt meine Aufgabe gewesen für heute noch. Die Pinnel hier alle aufeinander zu stapeln. Das sieht auch schon ganz gut aus. Hier auf dem Bild sehe ich das gerade. Deswegen ist der Stapel hier die erste Hälfte, was wir aus dem Wald rausgeholt haben. Ich mache jetzt hier nochmal weiter und dann sehen wir uns wieder, wenn die Bolzen gekommen sind und wenn wir Anhängerkupplung weiter sind, bearbeiten und die Steckdose. So, alle Mann, ich filme jetzt mit dem Handy immer weiter, weil beim GoPro ist irgendwie der Akku leer, obwohl ich die geladen habe. Da habe ich schon wieder irgendwie Probleme mit. Deswegen aber mit dem Handy, deswegen sieht man es auch an der schlechten Qualität und dem verwackelten Bild. So, und ich bin jetzt gerade dabei und will die Werkzeugkiste anbauen. Ich habe da schon ein paar Bohrungen reingemacht. Die ursprünglichen Aufnahmepunkte hier, wo der Kotflügel am Rahmen festgeschraubt ist. Und dann haben wir ein drittes Loch eingebohrt. Und unten habe ich dann halt die alte Steckdose, so sah die hier aus hier, die sie mal daran gebaut haben. Die hing ja dann hier vorne links. So. So, und an der Stelle will ich jetzt auch die neue Steckdose, sag ich jetzt mal, ranmachen. Das ist ja dann diese dreipolige Steckdose hier. Mehr braucht auch nicht mehr Pole. Und dann noch einen dreipoligen Stecker für die Lichtversorgung oder Stromversorgung von der Maschine, die man hinter hat. Diesen dreipoligen Stecker werde ich wahrscheinlich hier reinmachen, in den Werkzeugkasten. Und hier unten einfach nur diesen originalen Winkel, damit die siebenpolige Steckdose da festgemacht werden kann. So ist zumindest meine Planung jetzt gerade. So, und hier haben sie sich ja auch irgendwas zurechtgebaut mit den Kabeln hier, mit den Steckverbindern. Das muss ich alles zusammenlöten, das ist irgendwie nicht so, das gefällt mir nicht. Weiß ich auch nicht, was das Kabel da soll, warum das da rausguckt, sehe ich nämlich gerade. Das habe ich da aus Versehen irgendwie durchgeschoben. Gut, nee, aber das ist alles nicht so toll da, das muss alles zusammengelötet werden einmal. Die Kotflügel habe ich jetzt auch gesehen, hier waren die Schrauben richtig, der Lack ab, die sind gar nicht richtig festgeschraubt gewesen. Deswegen, da kommt gleich nochmal neue Schrauben rein, eine Karosserie unterleg, Scheibe unter. Ja, damit das auch vernünftig ist. Und die Werkzeugkiste wird dann so festgemacht. Das ist so eine Nachbauwerkzeugkiste hier von dem Kaufhaus mit den bunten Buchstaben. Und die hat jetzt, glaube ich, 25 Euro gekostet hier. Oder 24 irgendwas. Also kannst du eigentlich nichts zu sagen. Ich habe gesehen, die originalen Werkzeugkisten von Ford gibt es, glaube ich, auch. Oder die Nachbaudinger, wenn das wirklich der Nachbau ist. Mir gefiel die jetzt ganz gut, weil die oben diese Versteifung hier hat. Diese erhabenen Stellen hier. Und der Kotflügel hat ja normalerweise auch diese Stellen hier, diese erhabenen Aussparungen. Aber die haben das halt nicht mehr die Kotflügel hier, weil die mal neu gemacht haben. Und da haben sie das alles rausgeschnitten, neues Blech eingeschweißt hier. Ist das schon mal gut, dass es ganz gut gemacht worden ist. Das gefällt mir natürlich auch nicht, aber das muss ich jetzt erstmal lassen hier. So mit Popnieten Blech auf dem Kotflügel drauf gemacht. Da unten drunter ist aber nichts, also kein Rost. Also das kann erstmal so bleiben, ist natürlich nicht so schön, aber was soll's. So, und jetzt werde ich da einmal den Winkel noch für biegen. Und dann werde ich alles, also die schwarze Farbe, ich habe erst gedacht weiß machen. Ja, aber ich habe nicht die gleiche weiße Farbe. Ich glaube, das ist ja auch kein Ford-Weiß, deswegen werde ich den Farbton schwer hinbekommen wieder. Blau wäre Option gewesen, aber blau, denn ich weiß nicht, ich muss noch einmal gucken, wie das dann aussieht, die blaue Farbe, wahrscheinlich so. Weil das haben sie auch mal neu angemalt, so ähnlich. Und das passt natürlich nicht zum Rahmen da unten. Die Vorderachse muss ich ja dann aber zwangsläufig auch mit dem neuen blauen Farbe ansprühen. Die ja so rostig aussieht noch. Das mache ich ja dann nächstes Jahr im Sommer. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt schwarz matt. Und dann geht es auch ganz einfach hier mit, sag schon, wir gucken einmal hier. Mit Rostpreimer Rotbraun hier von SDV Chemie. Kaufe ich den Kram immer, das ist eigentlich ganz gut. Und dann habe ich hier noch so einen schwarzen Lack, seidenmatt, das kommt da dann rauf. Das geht auch schneller, als wenn ich jetzt die Lackierpistole raushol für so ein kleines Werkzeugfach da. Und ja, zur Not kann man die später nochmal in einer anderen Farbe irgendwann malen. Ich würde sagen, schwarz geht jetzt aber eigentlich, bin ich der Meinung. Das sieht jetzt gar nicht so beschissen aus. Hier sind ja auch viele andere Teile schwarz hier, Kotflügel, Spritzlappen, Sitz, deswegen passt das einigermaßen. So, das werde ich jetzt einmal machen und mal gucken, ob ich nachher nochmal was filme oder die nächsten Tage dann halt mit der GoPro, wenn die geladen ist. So Leute, jetzt wieder mit GoPro. Der Akku ist wieder voll. Komischerweise nicht geladen, obwohl er am Ladegerät dran hing, also die Kamera. Naja, ich habe jetzt weiter gemacht hier am Ford. Und ich habe jetzt die Verkabelung einmal geöffnet hier.
und die Drähte von den Kabeln einmal am Ende gelötet, damit die natürlich reingehen. Ich stecke sie in diese Lüsterklemmen, sag ich jetzt mal, diese Klemmverbindung hier hinten. Und dann wird da nicht irgendwie Litzen rausgucken oder sowas. Und das alles ein bisschen verlötet ist, auch wenn der Feuchtigkeit im Spiel ist. Nicht, dass das gammelt. Die kommen jetzt da gleich ran, die Kabel an die Steckdose. Vorher muss der Winkel da noch zwischen und die, sag schon, die Werkzeugkiste ran. Die habe ich jetzt nämlich fertig bearbeitet, also gebohrt. Dann habe ich die Werkzeugkiste ja noch angesprüht mit Grundierung und dann noch mit Farbe angesprüht, lackiert. So, das wollen wir uns einmal angucken. Brauchen bloß ein bisschen Licht. So. Das sieht gar nicht so verkehrt aus. Auf den ersten Blick. In dieser Farbe aus den Sprühdosen ist halt immer das Problem. Die Langlebigkeit. Aber so sieht das ganz gut aus. Schwarz-matt. Voll mit Rostprimer eingesprüht hier, ne? So, und der Winkel ist hier oben. Der sieht eben nicht ganz so gut aus. Der ist irgendwie so weißlich geworden. Was ist das denn hier? Ah, ich weiß warum, glaube ich. Weil der. Ich glaube, weil er verzinkt war. Das hatte ich schon mal bei einem Graugussteil. Der wurde auch so weißlich. Irgendwie hat die Farbe damit reagiert, so ein bisschen mit dem Zink. Und das ist irgendwie so weißlich geworden. Sieht ein bisschen komisch aus. Vielleicht mal was rübersprühen schnell. Das meiste von dem Halter verdeckt sowieso die Steckdose. Ja, ich guck gleich mal, was ich damit mache. Auf jeden Fall montiere ich die jetzt einmal. So, ich bin jetzt fertig geworden. Ich habe ja nicht ganz so viel gefilmt von der Elektrik jetzt hier von der Werkzeugkiste. Auch zum Teil die Schuld von der GoPro wegen dem Akku. Zwischenzeitlich gab es einmal dieses Handy-Video-Film. Und ja, gucken wir uns das einmal zusammen an. Ich habe jetzt hier halt den Winkel unten, also erstmal die Werkzeugkiste rangemacht an den Kotflügel. Da habe ich unten einen Winkel rangemacht, den habe ich noch mit dem Kotflügel verschraubt. Und hier unten ist die 7-polige Steckdose. Hier oben ist die 3-polige Steckdose. Und das ist eigentlich relativ massiv geworden. Ich finde, das sieht auch ganz gut aus. Die schwarze Farbe passt jetzt eigentlich auch zum Sitz und so weiter. Also das ist jetzt nicht das Problem. Könnt ihr auch mal in den Kommentaren vielleicht reinschreiben, wie gefällt euch das? Hättet ihr es anders gemacht? Könnt uns gerne kommentieren. So, dann machen wir mal auf hier. Liegt auch schon der BGS-Schlüsselsatz drin. Hier unten ist halt die Verkabelung von der 3-poligen Steckdose. Und an mehreren Stellen verschraubt hier einmal. Weil hier die beiden Verschraubungen von dem Kotflügel sind am Rahmen und da hinten war noch eine Bohrung von dem Werkzeugkasten hier. So, somit ist das Thema Werkzeugkasten auch abgeschlossen. Jetzt sieht das wieder original aus, weil original soll das ja so sein mit dem Werkzeugkasten, dass da hinten ein Kotflügel hängt und unten die 7-polige Steckdose. Gut, das Kabel habe ich auch nochmal verlegt. Dauerplus-Kabel, das habe ich vorne zur Batterie hingezogen. Noch nicht ganz, aber fast. So, dann hängt das jetzt. Da habe ich so ein Schutzleiterkabel genommen. Was ich noch hatte, das ist ein bisschen dicker, das hat ein bisschen mehr größeren Querschnitt. Das ist auch scheißegal. Kabel ist Kabel. So, und, das muss jetzt noch hochgezogen werden zur Batterie. Und da muss dann noch eine Fliegensicherung zwischen hier, damit das auch abgesichert ist. Nicht, dass es da irgendwie einen Kurzschluss gibt. Bei der Durchführung, bei den Kotflügeln, habe ich nochmal eine. Also so eine Rosette, so eine Gummitülle genommen. Wisst ihr, was ich meine? So eine Gummitülle, damit das Kabel halt nicht scheuert oder am Draht der Bohrung beispielsweise kaputt geht, weil dann gibt es einen Vorschluss, wie gesagt. So, und deswegen ist die Sicherung wieder dazwischen. Ja, der Trecker nimmt Gestalt an. Ich würde mal sagen, schon ziemlich viel dran passiert dieses Jahr. Und durch so kleine Sachen, wie jetzt zur Kiste für 25 Euro, hat er jetzt wieder so eine Originalität wiederbekommen. Und vorher war er halt ein bisschen verbastelt. Das legt sich jetzt mit der Zeit langsam. Ja, neuer Tag. Ich habe das Video jetzt mal angefangen zu bearbeiten und zu schneiden. Und da ist mir auch gefallen, dass das doch schon wieder 50 Minuten erreicht hat. Deswegen, es soll vor Silvester noch ein Vlog kommen. Ja, also nach Weihnachten, vor Silvester. Da gibt es noch einen Vlog und das mit der Anhängerkupplung hier. Die Bolzen sind sowieso noch nicht da, die ich bestellt habe. Also der Rundstahl. Und
Ich werde jetzt halt im nächsten Block einmal diesen Schlitten da aufbohren und das Zugmaul an den Bohrungen, die da vorhanden sind, einmal aufbohren auf 27 mm. Das seht ihr also im nächsten Block. Das will ich jetzt nicht in diesen Block reinsetzen, weil das sonst zu lang wird. Deswegen schaltet im nächsten Block gerne wieder rein, wenn ihr das sehen wollt. Ansonsten danke ich fürs Zuschauen. Der Block soll somit jetzt vorbei sein gleich und ja, ein Ende entstehen. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne meinen Kanal abonnieren. Dem Video einen Daumen nach oben geben, das wäre natürlich auch freundlich. Und ja, dann könnt ihr gerne beim nächsten Mal wieder reinschalten, wenn das weitergeht mit der Anhängerkupplung vor Silvester noch. Und dann sage ich bis dahin erstmal frohe Weihnachten. Lasst euch reich beschenken, dass ordentlich was unter dem Baum liegt. Und dann sehen wir uns froh und munter, ja, zwischen den Feiertagen oder zwischen den Tagen halt wieder. Bis dahin, frohe Weihnachten.